Ja, hier stehe ich jetzt vor dem ehemaligen Königsstuhl, der jetzt in Rhens verlegt wurde, also umgebaut wurde, nachgebaut wurde. Und hier war die Stätte Ende des 13. Jahrhunderts Versammlungs- und Wahlstätte deutscher Könige. Eine sehr wichtige Sache. Da war noch Deutschland ein Deutschland. Und 1929 wurde er dann verlegt. Dieser Rhenser Brunnen. Die sind auch freundlich und geben Getränke aus. Hier kann man das Rhenser Wasser trinken. Tolle Sache. Und ich fahre jetzt nach Rhens. So, das ist jetzt Rhens, sehr geschichtsträchtig. Ich will es nur mal zeigen, wie schön die alten Rheinstädte glänzen. Schönstes Fachwerk. Reste der Stadtmauer.
Das war die Hauptstraße. Alte Rathaus rechts. Und mein Hähnchen, Toni. Tja, vielleicht gehe ich heute Abend hier essen. Ich war lange nicht mehr hier. Tja, wir sind hier auf der Krönungsstraße. Hier zog früher der Tross durch mit König und Lakaien. Seite, wo ich letztes Mal gestartet bin. Hier ist der Radweg neu gemacht. Thank you.
ist heute wieder warm. Gestern hat es abgekühlt, weit unter 20 Grad und jetzt wieder warm. Sehr schön zum Fahrradfahren. Da ist die Schöne, unzerstört. Das deutet darauf hin, dass die mit den Feinden unter einer Decke stand, weil normal wurde jede Burg niedergemacht. Warum nicht die? Ja, ich habe mal für die Firma Rasselstein eine Skulptur machen lassen, bei denen ihr Partner in Japan, auch Stahlriese, die Marxburg gesehen hat. Er wollte sie kaufen, abtragen und in Japan aufbauen. Das hat dann doch, ja, der Bürgermeister oder wer auch immer nicht zugelassen. Daraufhin ist er hingegangen, hat die vermessen lassen und sie sich 1:1 in Japan bauen gelassen. Und ich habe eine Skulptur gemacht, das war dann die Verbindung 40 Jahre Freundschaft mit diesem Stahlriesen von der Firma ThyssenKrupp. Und habe dann eine Skulptur machen lassen, wo der japanische Schrein, das heilige Symbol und die Marxburg vereint wurden. Ich habe noch eine dieser Skulpturen im Privatbesitz.
wieder um den Fahrradweg rum. Meine Güte. Masse noch am Fahrradweg, meine Güte. Thank you.
ein Foto machen vom Bob Paderham. Hier bin ich vor einigen Jahren, war ich im Winter, im Schnee, in Eis, an diesem Bob Paderham. Ich bin hier runtergekommen, rechts stand ein Auto im Schnee, hier war alles in Eis, spiegelglatt. Und dieser Autofahrer zog dann seinen Wagen einfach raus, weil seine Frau ging da durch den Schnee, damit die schön bequem hat einzusteigen. Ich musste ausweichen, bin aufs Eis gekommen, aufgeschlagen auf den Hintern, auf den Kopf. Hätte ich da, also es war so heftig, wenn ich da keinen Helm angehabt hätte, wäre ich jetzt nicht hier in der Lage zu fahren. Ich wäre tot. Der Autofahrer hat seine Frau eingeladen und ist abgehauen. Wollte nichts damit zu tun haben.
anderer kam angelaufen und haben gesagt, also sie haben den Aufprall gehört, wo ich mit dem Kopf aufschlug und waren verwundert, dass ich überhaupt noch lebe. Das Fahrradfahren und wer keinen Helm trägt, muss ich ehrlich sagen, der hat für mich keine Verantwortung in seinem Gehirn. Ist das nicht herrlich? Thank you.
wirklich ein herrlicher Tag. Es ist warm, über 20 Grad. So, hier mache ich jetzt eine Pause.
so am Ernten. Da. Ich fahre jetzt nicht hoch zum Jakobsberg. Jetzt bin ich auf Unterm.